Hallo Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Höher, schneller, weiter, größer. Einen Weltrekord zu halten ist eine Ehre, von der viele Menschen träumen. Schließlich werden diese Rekorde aufgestellt, um sie wieder zu brechen. Und auch wenn die meisten Weltrekordversuche glücken, passiert es immer wieder, dass ein Weltrekordversuch gehörig in die Hose geht. Das hier sind 5 gefährliche Weltrekordversuche, die ein übles Ende nahmen. Auf der Nummer 5 ist Haris Sulman. Sulman war ein pakistanischer Teenager. Nach einer kurzen Pilotenausbildung wollte er im Jahr 2014 als der jüngste Pilot aller Zeiten um die ganze Welt fliegen. Dabei wollte er außerdem für ein Hilfsprojekt Spenden sammeln. Als Co-Pilot sollte ihn sein Vater begleiten. Die beiden waren schließlich schon über 3 Wochen unterwegs und auf dem letzten Viertel ihrer Strecke, als die Motoren ihrer Maschine ausfielen. Sie stürzten über den Pazifischen Ozean ab. Im Anschluss konnte nur noch die Leiche des 17-Jährigen gefunden werden. Sein Vater gilt bis heute als verschollen. Die Nummer 4 belegt Guy Garman, auch bekannt als Dr. Deep, sein Spitzname unter seinen Taucherkollegen. Der Taucher wollte den Weltrekord für den tiefsten Tauchgang aller Zeiten brechen. Dabei sollte es fast 400 Meter unter Wasser gehen. Nachdem Garman auch nach langem Warten nicht auftauchte, bewahrheitete sich eine schlimme Vermutung. Garman war aus ungeklärten Gründen bei seinem Weltrekordversuch ertrunken. Die Nummer 3 geht an einen waghalsigen Stuntman. Vermutlich habt ihr alle schon mal irgendwo von dem Stuntman Evil Knievel gehört. Er war bekannt für seine spektakulären Motorradsprünge und galt als der risikofreudigste Mann seiner Zeit. Ein Verehrer und Imitator von ihm war der Stuntman Javid Palisbanian. Er wollte Evil Knievels Rekord brechen und versuchte mit seinem Motorrad über 22 Busse zu springen. Leider überbrückte er nicht mal annähernd die nötige Distanz und starb noch an der Unfallstelle. Auf der Nummer 2 ist nun ein Weltrekordversuch, der eigentlich wenig gefährlich klingt. Der Chilene Juan Guillermo hatte sich zum Ziel gesetzt, in 5 Jahren alle 5 Kontinente auf dem Fahrrad zu bereisen und dabei eine Strecke von über 150.000 Kilometern zurückzulegen. Wie Haris Sulman war auch er schon am Ende seiner Reise angelangt, als er in Thailand mit einem PKW kollidierte. Auch er starb unverhoffterweise noch am Unfallort. Und schließlich die Nummer 1. Die Nummer 1 belegt die deutsche Fallschirmspringerin Diana Paris. Sie nahm an dem Weltrekordversuch der größten Fallschirmspringerformation aller Zeiten teil. 222 Menschen stürzten sich dabei aus einem Flugzeug und sollten sich in Kreisen formatieren. Erst ging alles gut, doch dann öffnete sich Diana Paris Fallschirm nicht. Auch ihr Ersatzschirm öffnete sich nicht rechtzeitig und die junge Deutsche erfuhr einen unerwarteten Tod. Nun, das waren schon ein paar traurige Schicksale. Und diese 5 Fälle sind bei weitem nicht die einzigen, also bitte nicht nachmachen. Und wenn doch, dann bitte wohl überlegt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal und peace out. Und ach ja, falls ihr Vorschläge für andere Videos habt, die wir mal machen sollen, dann hinterlasst sie uns auch in den Kommentaren.